Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute sind wir zu Gast in Bretten. In der Sparkasse wird der Bürgerpreis verliehen. Ja, und wer da das Rennen gemacht hat, das werden wir gleich sehen. Schon zum 19. Mal wird der Bürgerpreis für freiwilliges Engagement von der Sparkasse Kraichgau verliehen. Diesmal fand die Verleihung in der renovierten Sparkassenfiliale in Bretten statt. Aus 42 Bewerbungen und Vorschlägen wählte eine Jury die 6 Preisträger und Preisträgerinnen aus. Wir sprachen mit Jörg Albrecht, Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim, einem Mitglied der Jury, um zu erfahren, nach welchen Kriterien die Preisträger ermittelt werden. Ja gut, da geht es zunächst um die Wertigkeit des Ehrenamts und mit welchem Umfang das Ganze getan wird. Und was ich sagen kann, und das ist vielleicht auch interessant, das zu erwähnen, dass immer große Einigkeit herrscht bei den Vergaben des Bürgerpreises. Das sind Leute, die sich in aller Regel auch quasi zu einer solchen Ehrung aufdrängen. Deshalb übernehme ich auch gerne selbst die Laudatio hier, weil es in aller Regel Menschen sind, die mit unserer Stadt in Verbindung gebracht werden, die ihr auch ein gewisses Gesicht geben und die man auch kennt. Und deshalb ist man mächtig stolz, gerade an solchem Tag dann, wo es auch noch in einer anderen Stadt stattfindet, diese Ehrung und Würdigung. Das freut einem dann noch mehr. Und deshalb gehe ich heute mit großer Freude wieder zurück nach Sinsheim. Mit herzlichen Worten begrüßte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Norbert Grieshaber alle Anwesenden. Darunter auch der Bundestagsabgeordnete Olaf Gutting sowie die Oberbürgermeister Martin Wolf aus Bretten, Cornelia Petzolschik aus Bruchsal, Jörg Albrecht aus Sinsheim und Bürgermeister Markus Rupp aus Gondelsheim. Die Heldinnen und Helden des Alltags, die nicht warten, bis etwas getan wird, sondern einfach anpacken und selbst etwas tun, die galt es an diesem Tag zu ehren. Aber wie kommt es zu solch einer Ehrung? Das erklärt Norbert Grieshaber. Ja, wir haben es heute ja gesehen, welche vielfältigen Aktivitäten unsere Ehrenamtlichen unserer Gesellschaft anbieten. Es gibt verschiedene Bereiche, Soziales, Kulturelles, Sportliches und so weiter. Aber es sind auf jeden Fall Menschen, die mehr tun, freiwillig, als sie müssten. Und das ist schon was Außergewöhnliches und deshalb zeichnen wir diese Persönlichkeiten auch gerne aus mit dem Bürgerpreis. Was hat Sie denn heute ganz besonders beeindruckt? Ach, ich muss sagen, die Vielfalt der Initiativen, der Maßnahmen und natürlich die Persönlichkeiten, die für ihr Lebenswerk geehrt wurden. Also wer mehr als ein Vierteljahrhundert Dienst an der Gesellschaft verrichtet, das ist natürlich schon beeindruckend. Aber natürlich mindestens genauso wichtig und wertvoll sind natürlich die Tätigkeiten in unserer Kategorie U21. Denn das ist ja die Zukunft derjenige, der oder diejenigen, die schon im jugendlichen Alter ehrenamtliches Engagement zeigen. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die das ihr Leben lang für uns anbieten. Also insofern muss ich sagen, das gesamte Spektrum, was wir heute erlebt haben, hat mich doch sehr beeindruckt. Jan Prax und Wow Wow Adler sorgen mit ihren Instrumenten für die musikalische Begleitung der Preisverleihung. Der Bürgerpreis wird in 3 Kategorien verliehen. Erstens U21, zweitens die Alltagshelden, bestehend aus einzelnen Personen über 21 Jahren, aber auch Vereine und Institutionen können sich um einen Preis bewerben. Und drittens das Lebenswerk würdigt Menschen, die sich seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich engagieren. Eine der Preisträgerinnen war Nadja Eiche aus Bruchsal. Wir sprachen mit der Heldin des Alltags über ihren Einsatz im Ahrtal und ihre Organisation. Ja, also erstmal Dankeschön, dass ich da einerseits nominiert wurde und dann ausgezeichnet wurde, weil mir das dann einfach auch wieder die Möglichkeit gibt, nach draußen zu kommunizieren, was ich mache. Und meine Organisation heißt Einfach machen Patenschaften und ich helfe den Menschen, die die Flutkatastrophe erleben mussten 2021 im Ahrtal und in NRW. Und da habe ich einfach ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut und kann den Menschen so mit allem helfen, was sie benötigen. Ich habe Kontakt zu Helfern, zu den Betroffenen, in die politischen Ebenen, um einfach das Bestmögliche für die Leute rauszuholen. Und möchte es jetzt noch die nächsten 20, 30, 40 Jahre, mal gucken, wie alt und grau ich werde, machen, indem wir auch eine Stiftung gründen möchten, um da langfristig den Leuten zur Seite zu stehen, weil das Trauma ist groß und die brauchen noch sehr, sehr viel und sehr lange Unterstützung. Olaf Gutting hielt die Laudatio für die Preisträgerin U21 Barbara Mohebzadeh aus Sulzfeld. Sie ist Mitglied des sogenannten Achterrates, der die Jugendlichen für die Gemeindepolitik begeistern soll und bei wichtigen Planungen und politischen Entscheidungen beteiligt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Förderverein Hospiz,
an der Elsens e.V. Sinsheim. Heinz Retz wurde für sein Lebenswerk für die Verdienste rund um die Gemeinde Gondelsheim gewürdigt. Hartmut Riehl aus Hoffenheim schrieb ein Buch, um die Schätze der Vergangenheit rund um seine Heimatstadt zu bewahren. Auch er bekam den Preis für sein Lebenswerk. Ebenso wie Gerhard Fritz aus Bretten, der sich schon seit Jahrzehnten für Natur- und Klimaschutz stark macht. Alle Preisträger wurden mit einer Urkunde und einem Geldbetrag bedacht. Ein Lied mit Nadja Eiche sowie Gespräche bei Kaffee und Kuchen waren ein würdiger und gemütlicher Abschluss der Preisverleihung des diesjährigen Bürgerpreises im neuen Schulungszentrum der Sparkasse Kraichgau in Bretten.